So brauchst du immer wieder. Also, in dem Sinne, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres DDR-Specials sozusagen. DDR-Specials. Ja, wir nehmen das Ostdeutsche. Auf jeden Fall haben wir das passende Bier mal wieder. Der Drink des Tages. Ja, ist quasi der Drink der Woche. Das ist richtig. Also eigentlich der Drink des Specials. Der Drink des Mottos. Genau, der. So, der Motto-Drink. Danke, ey, guck mal. Hashtag Motto-Drink. Stößchen, Freunde. Schönes Köstritzer, weil Herkunft Thüringen, ihr wisst Bescheid. Ist aber auch lecker, muss man echt sagen. Was wir nämlich heute machen, passt auch wieder. Thüringer Karfiol-Auflauf. So. Wir haben das auch diesmal mal richtig schön runtergeschrieben. Das ja, werden wir jetzt immer so machen, weil wir zeigen ja immer in der Regel so 2-3 Videos, je nachdem, was für ein Special es ist, je nachdem, was für ein Motto es ist. Haben aber natürlich viel mehr Rezepte ja, für dieses. Er säuft einfach. Für das Special, für das Motto. Die laden wir dann aber alle auf unsere Website www.lovetocookit.com hoch. Das ist vollkommen richtig. Werden das aber auch in unsere. Ja, über unseren Facebook-Kanal teilen, damit ihr da auf jeden Fall immer up to date seid. Und jetzt fangen wir einfach an, weil der Junge geht mir hart auf den Sack. So, womit fangen wir an? Wir brauchen Kartoffeln und wir brauchen Blumenkohl. Das haben wir alle schon. Sollen wir Leuten sagen, was wir genau brauchen, wie viel? Oder sollen die einfach auf die Homepage gucken? Ich bin dafür, ihr guckt einfach auf die Homepage. Finde ich auch. So, viel Spaß. Da, wie gesagt, findet ihr. Mit Nährwertangaben. So. Genau. Und auch immer mit Veggie-Varianten. Also quasi immer die Alternativen für Veggie, weil... Und die Rezepte sogar quasi geschrieben für Thermomix und Cookit. So sieht's aus. So, jetzt aber, so. Jetzt labert der. Genug gelabert! Wir brauchen Kartoffeln, die haben wir fertig gemacht. Wir brauchen Blumenkohl. Blumenkohl, den haben wir auch schon. Guck mal, der Reifen hat auch kürzlich getrunken. Genau, und wir werden es jetzt ja zeitgleich parallel machen. Das ist richtig. Ich werde es einfach über Varoma machen, unten die Kartoffeln rein. Wir haben... Wir haben das Wasser schon mal ein wenig vorbereitet. Alter. Ich habe auch mein Wundercap wieder mit drin, damit ich einfach mehr Platz habe. Da packen wir jetzt die Kartoffeln rein. Oben den Blumenkohl. Wundercap, eine geile Geschichte. Ja, finde ich auch cool. Haben wir echt bestellt, getestet. Ist echt cool. Verlinken wir euch auch nochmal, falls ihr da Interesse habt. Ja, das ist echt cool. Ist echt eine Geschichte, die Spaß macht. Weil das also, passt auch echt super cool rein. Genau. Ich habe jetzt bei mir in der Tat, wie ihr seht, haben wir den Garkorb genommen. Weil ich werde versuchen zu dämpfen, Freunde. Genau. Dämpfen. Genau. Das ist nämlich das Schöne. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt den Blumenkohl und die Kartoffeln 20 Minuten. Ich über Varoma. So, ist nicht geil, wenn das Wasser spritzt, wenn man die Kartoffeln hat. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ah, okay. Achso. Achso, mein Deckel muss weg. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt war ich gerade im Cookit-Modus. Apropos, ich habe mir im Thermomix-Laden in Düsseldorf eine neue Kappe gekauft. Muss ich auch sagen. War ein Schnapper. 10 Euro. 10 Euro finde ich vollkommen okay. Also, ich sag mal so. Ist billiger als das Cookie-Labor. Bei Helden wäre es verlänger als ein Jahr. Ja, das ist Cookie-Du, meinte. Ja, richtig. Ja. So, dann. Cookie-Labo ist dann schließlich kostenlos. So, warum? Wir haben den Blumenkohl noch nicht gewürzt. Sollen wir den salzen? Nein. Nö. Wir dämpfen jetzt. Ich gehe jetzt hier. Oh, einmal zum Warum. Achso, ich muss einmal hier. Einmal 20 Minuten einstellen. Ich habe das Gefühl, mein Deckel hält nicht richtig. Du hast immer irgendwelche Gefühle. Nee, ehrlich jetzt. 20 Minuten. Da ist er. Hochgedreht auf Varoma. Ja, ich brauche eigentlich nichts, also ist egal. Also bei mir. Schön. Ich gehe dann in die Automatikprogramme, Freunde. Verdammt, ich muss mich bei. Dampfgarn, in der Tat. Und dann einfach Dampfgarn, hohe Dampfintensität. Gemüse und Fleisch. Da klickt man schön drauf. Dann kann man nochmal runterscrollen und dann kriegt man nochmal angezeigt, wirklich. Blumenkohl in Röschen, 15 bis 20 Minuten. Ja, passt. Weil man jetzt, weil es im Rezept so ist, quasi als Ganzes gelassen. Passt aber mit den Kartoffeln. Also ich mache jetzt hier auch, mach das Ding an. Wasser mindestens, sagt er immer, aber ist ja eh, ne? Ja, sieht man ja am Top. Genau. So ist alles ingesetzt. Zack. Ja. Macht das weg jetzt. So, er macht auch direkt automatisch 20 Minuten und ich sag mal so. Starten. Da geht er hin. Perfekt. Und jetzt kommt wieder dein Moment, weil... Wir trinken und spulen vor. Kannst du das jetzt auch mal mit Axel? Nö, ich sag mal so, wir trinken ein Schlückchen Kästritzer und spulen eine Runde vor. So, bis gleich. So. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also, Freunde, also Kartoffeln. Also den Akzent kann er? Genau. Ich muss sagen, Kartoffelchen waren wunderbar, wunderbar. Definitiv, also Kartoffeln super, ja. Blumenkohl ist super. Wir haben den schon mal zur Seite gestellt, wir brauchen den nämlich gleich. Und der ist echt gut. Also der ist wirklich vom Dampfgarn her, auch im Automatikprogramm, guckt, man sieht das so weich, dass der einfach abgeht. Also ist echt krass. Das hat echt super funktioniert, auch wenn ich bis... Ihr werdet es gleich sehen, dann werde ich nochmal
klären, warum ich es nicht verstehe, aber wir machen jetzt erstmal den Kartoffelpüree. So. Wir haben schon mal das Wasser abgegossen. Ich habe auch schon mal das Messer wieder mit eingesetzt. Dennis hat das Messer eingesetzt. Jetzt folgen wir unserem Rezept. Das ist richtig. Und zwar müssen wir jetzt 100 Milliliter Milch. Genau, das ist vollkommen richtig. 100. Also das Rezept ist immer für 4 Personen. Genau. Was wir hochladen werden. Wir hätten es halt so gesehen eigentlich geteilt, aber haben gesagt, wir machen noch eine Veggie-Variante. Genau. Ja, deswegen wir passen es aber noch halt alles einmal angepasst. Ich nehme auch in dem Falle Hafermilch. Und da. Was? So, 100. Martin. So, das guck ist. Guck mal, Träumchen. 101. Ja, 100. 100. Jetzt willst du mich ich sag ja 100. Da macht er doch ich nur, wenn der Kollege daneben steht. 100. Das müssen wir jetzt natürlich noch mit Butter bzw. Margarine verfeinern. Und zwar brauchen wir da ganze 2 Esslöffel von. Nee. Ein. Richtig. Das ist richtig. Ein Esslöffel. Achso, Esslöffel. Ich nehme die Gabel, ist auch super. Ist das ein Esslöffel, ja? Oder ist das schon zu hoch? Daniel macht immer noch Hälfte. Wir hatten ja vorhin harte Diskussion. So, Freunde, ich sag mal so, wenn ich das jetzt glatt streichen würde, wäre das ein Esslöffel. So. Drinnen in die Boot. Jetzt kann man natürlich noch überlegen, ob man das jetzt schon würzen will oder gleich. Ich würde es jetzt erst einmal pürieren, dann würde ich es würzen. Mit Muskat, nur Salz, Pfeffer, ja klar. Und dann noch einmal durchmischen oder wollen wir jetzt direkt würzen? Ich würde jetzt Salz, Pfeffer und Muskat reinmachen. Dann kann er das direkt schön mit verrühren. Die epische Magnetwand. Ich liebe das Ding. Das Ding ist einfach mega. Ich glaube, das war echt eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe. Nach dem Ventilator. Deine. Das richtig. War deine Investition. Das ist vollkommen richtig. So, schön Muskatnuss da rein. Soll ich dir auch einfach mal... Das wäre ein Träumchen. Reinklatschen wie so ein Irrer. Reicht? Du stehst da drauf. Komm. Ja, reicht. Du würzt immer nach. Soll ich bei dir auch mal Pfeffer? Es gab noch kein Video, in dem Dennis nicht nachgewürzt hat. Ich stehe also die Frage. Ich mache bei dir Pfeffer, echt jetzt. Und jetzt kommst du daneben und dann hau doch mal ab jetzt. So. Hätten wir jetzt über Kreuz machen. Schwerter wird nicht gekreuzt. Schwerter wird nicht gekreuzt. Das ist seine Meinung. Da musst du ja Bier trinken. Da musst du ja trinken. Aber Salz würde ich auch nehmen, wenn dann immer irgendwas. Nee, hier nicht. Hier vorne auf jeden Fall nicht. Warte, ich. Du kannst Salz haben. Du kannst Salz haben. So. So. Übertreibt man nicht rein. Jetzt, was machen wir? Stufe 5? Bei mir. Oder was? Ich mache auch Stufe 5. Ach so. Also mir ist es egal. Also ich habe hier Stufe 9 machen, Messereinsatz. Aber Universalmesser. Mit Temperatur? Nö. Wofür? Damit es warm bleibt. Warm verrührt oder so? Nee. Also das muss gleich danach, füllen wir das in diese Auflaufform. Und dann geht es in den Ofen. Da wird es kalt. Da wird es kalt. Ja. Da wird es kalt. Das ist wie die Abkühlzeit nachher. Das ist wie der Schockfrost. Universalmesser. Wie lange? Ja, ich würde jetzt einfach mal 30 Sekunden machen, weil sind wir mal ehrlich, das muss ja jetzt nicht Ewigkeiten. Da mache ich bei mir länger, weil wir haben gelernt, er braucht länger für sowas. Ja. Dann mache ich bei mir 40 Sekunden. Ich glaube, es ist auch viel zu lang. Also ich glaube nicht, dass er so lange braucht. Ich glaube, 10 Sekunden reichen. Bei mir glaube ich nicht. Bei dir definitiv nicht mehr. Okay. Ja, das Verrückte ist jetzt ist das eine, also ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob du Hafermilch oder... Frage ist, warum macht er bei mir keinen Start? Habe ich was vergessen? Herr Rumwald. Ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Schulze. Warum nicht? Machen Sie das Gerät ganz. Oh, ach, guck mal. Der war wieder nicht richtig zu, der Reuige. Ja, also da muss man ganz klar Achtung. Sagen... Attention, please. Attention. Sagt der Özi Irma. Achtung, an Weihnachten. Attention. Attention. Ja, aber ich muss jetzt sagen, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich habe es bis dato noch nie mit... Nächste Woche gut. Stufe 5 beim Kurke bringt gar nichts. Also wir schreiben es natürlich im Rezept richtig rein. Da schon mal keine Sorge. Weil grundsätzlich glaube ich auch, dass ihr von der Hafermilch ein bisschen weniger nehmen solltet, weil die einfach grundsätzlich... Ach so. Dickflüssiger ein bisschen? Andickt oder was? Nee, die ist grundsätzlich... Also... Ach so. Also Hafermilch ist einfach von der Konsistenz her ein bisschen flüssiger am Ende. Okay. Für alle die, Hafermilch ist nichts anderes als Wasser mit Hafer, offensichtlich. Ja, genau, mit Hafer angereichert. Wenn du die selber machen willst, kannst du einfach Haferbutter nehmen oder Mandelbutter zum Beispiel ist auch so ein Ding. Mandelbutter und Wasser. So, hör mal auf jetzt, ich habe bei mir jetzt Stufe 10 gemacht. Wir gucken mal. Herrlich. Ja, aber guck mal eben von der Konsistenz. Vom Konstanz. Einmal. Ne, super. Erst abgeleckt und dann? Nee, super. Butter. Corona lässt grüßen. So.
Ja, aber siehst du, deine ist halt... Das ist halt Brei, ne, Freunde? Genau, meine ist halt echt flüssig. Also da müsst ihr, also wir schreiben es ins Rezept rein. Also ich behaupte mal, 75 Milliliter reichen da, in dem Fall 75 Gramm. Okay, meine schmeckt aber episch. Geschmacklich ist aber Kinder. So, das Ganze füllen wir jetzt einmal um. Ich mache es jetzt einmal mit dem Thermomix vor. Genau. Jetzt geht immer um. Soll ich die auch mal vorfalsch halten, dann kannst du ihn rückgehen. Genau, das wäre super. Wobei, ist so flüssig ist es auch gar nicht. Ja, es geht. Also es könnte meiner Meinung nach so ein bisschen... Nein, finde ich aber okay. Das ist nämlich das Verrückte und das muss mir wirklich mal jemand... Also... Dann sag's erst, wenn wir es teilen. Ja. Es wird ein episches Bild. Ja, definitiv. Also ihr füllt es jetzt quasi um. Das ist tatsächlich vom Handling her, mit dem Thermomix geiler. Verstehe ich gar nicht. Vom Cookit ist es aber einfach geiler, weil du einfach kein Messer hast, was dir so auf den Sack geht. Das ist richtig. Vorausgesetzt, du bist so clever, nimmst es vorher raus. Ja, gut, das ist. Ja, gut, sollte aber das, man voraus. Wenn es nicht rausnimmst, fällt es raus, weiß ich meine. Also, richtig. Nein, ist eingerastet, hallo. Macht der Bosch hier nicht schlecht. Hallo. Eingerastet, genau. Eingerastet ist anders. Der Einzige, der hier rastet, bist du und das aus. So, so, und jetzt muss man das ganze Ding nämlich. Ich halte das fest. Genau, jetzt pass auf, jetzt schleich das einmal. Genau, pass auf, ich mach das anders, geh mal hin. Ja, okay, das nervt mich nämlich. So, pass mal auf. Das ist nämlich hier. Und jetzt. Und jetzt kommt der Magic Moment. An alle Thüringer. Warum? Warum? Du muss ich jetzt. Tropfst übrigens. Achso. Ja. Das ganze Ding nehmen. Kann ich dir sagen, weil da nachher die Soße drüber kommt. So, Freundchen. Ernsthaft. Stell das mal weg. Unfassbar. So, ich würde sagen, das gleiche machen wir mit meinem jetzt auch. Genau, aber. Spülen einmal durch. Und spulen vor. Und vor. So, sind wir wieder. Sehr gut. So, alles umgefüllt. Genau, achso, ich kann es ja einmal, ich weiß nicht, wir zeigen jetzt einmal die Variante von Dennis. Ja. AKA Cookit. Das ist ein. AKA, wir hauen einfach ganz Blumenkohl. Wir hauen den ganzen Blumenkohl im Püree. So. Wer kennt das nicht? Blumenkohl im Schlagmangel. So, also. Jetzt kommt, glaube ich, ich finde die spannendste Geschichte an dem ganzen Rezept. Jetzt machen wir nämlich, wir braten jetzt an. Der Cookit, der kann das, das wissen wir. Thermomix. Ist da eigentlich eine Wunderkette jetzt drin oder das Messer? Ne, jetzt habe ich wieder, wie gerade beim Püree, das Messer ganz normal drin. Ich habe auch schon mal bei der Cookidoo-App das Rezept Rindfleischstreifen und Zwiebeln anbraten, weil wir müssen ja irgendwie anbraten. Das geht halt leider nur über solche Rezepte. Nichtsdestotrotz will ich jetzt einfach sagen, wir starten den Kochvorgang. Das ist richtig. Ich tue mal ein bisschen Öl rein, ne? Ja, musst du sagen. Was soll der Öl? Ja, dann mach doch. Ich warte halt, was mein Rezept in dem Fall sagt. Viel mehr Öl tue ich, glaube ich, nicht rein. Ja, mach dann, wie du willst. Wir müssen halt mal schauen. Wie gesagt, wir haben ja bis jetzt eigentlich immer, also ich habe auch den Rederöhrer eingesetzt, wie ihr seht. Eigentlich hat man das Problem bis jetzt, was wir festgestellt haben, bei rohem Fleisch, dass es ganz gerne sich irgendwie am Rederöhrer hochwickelt. Deswegen werde ich zwischendurch mal reingucken, falls ich wirklich runterschieben muss. Tut mir auch noch mal ein Schüsschen Öl rein. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Öl. Ja, ich halte mich hier bei der Cookidoo einfach an dem Rezept. Ich habe mich ja schon mehrfach darüber aufgeregt, dass wenn man zu sehr davon abweicht, macht der Thermomix einfach nichts mehr. Das ist richtig. Darum halte ich mich jetzt dran, mach dann einmal weiter. Du kannst ja schon mal anfangen, wenn du willst, weil jetzt kommen 70 Gramm Zwiebeln. Die würde ich brauchen. Die lassen wir einfach mal weg. Ist die Frage, ob das geht, weil er brät erst Zwiebeln. Das weiß ich nicht. Weil jetzt kommen 200 Gramm Rindfleisch geschnetzelte. Oh. Ja gut, wir haben ja ganz andere Mengen, ne? So. Ja, wir versuchen es einfach. Das nervt echt am Thermomix. Das Ultimate. Das Ultimate. Ich habe jetzt das... Ich verteile das vorher mal ein bisschen. Mühlenhack. Von der Mühle halt. Und ich habe vom Metzger um die Ecke frisches Mett. Wie ist eigentlich auch im Original? Soll man Thüringer Mett nehmen? Auf. Fertig. 6,5 Minuten, sagt er hier. Das passt auch, weil auf der Anleitung bzw. auf der Verpackung von dem veganen Gehacktem steht auch, dass es ja 4 bis 6 Minuten braucht. Also das machen wir jetzt auch einfach mal so durch. Genau, im Cookit gucken wir einfach. Man soll also am Bratergebnis einfach ein bisschen gucken, weil danach muss man ja die Milchspitze quasi noch machen. Hast du Mittemperatur? Rührt halt. Beim Anbraten. Nee, ich wollte fragen, bei wie viel Grad? 160. Ach, guck mal, ich mach 200. Ist mir scheißegal, was du machst. Ich guck's mir wirklich einfach an. Also ich lasse ihn einfach konstant rühren. Ja, also hier ist das Schöne, der brät es halt jetzt an. Aber nicht konstant. Ja, habe ich extra gemacht. Sondern in dem Fall scheinbar im Intervall. Achso. Finde ich aber ganz cool. Ich glaube, das mache ich auch. Dauert jetzt aber ganze 6 Minuten. Also ich mache bei mir auch Intervall, weil ich glaube sonst, wir hätten vielleicht auch gucken sollen, ob wir vielleicht vorher einmal hochhitzen, damit es übrigens heiß ist. Zumindest in meinem Fall.
gut, bei aber mir ist es wahrscheinlich auch gewesen. Ja, ja. Ich sagen, also ich habe jetzt auf Intervall auch mal gelassen. Nichtsdestotrotz, wir schreiben die genauen Schritte genau. in die Anleitung. Genau. Und laden das halt, wie gesagt, bei Facebook auf unseren Kanälen, natürlich aber bevorzugt auf unserer Webseite hoch. Das ist vollkommen richtig. Da findet ihr auch so ein paar Infos mehr zu uns, ja. zu den Zutaten. Zum und ansonsten nicht vergessen, Freunde, ihr wisst Bescheid. Liken, teilen, kommentieren, lustiges Glöckchen drücken. Da ist er wie. Hashtag Love to Cook It. So. Ja. Da findet ihr noch ein paar Beiträge. Ja. Was soll das? Die Intel geht dann. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt wirklich mal hier einfach, bis wir ein gewisses Bratergebnis haben und würde ich sagen, wir spulen so lange vor. So, aus sind wir wieder. Das ist einfach geil. Akzent kann er? Akzent kann er. Nö, das ist deine Meinung. So, ja, wir haben angebraten, bei mir, ja nicht strikt nach Programm, also 6,5 Minuten sind es. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen weiter braten lassen. Ja. Ich finde es aber auch schwierig beim Veggie und man muss einfach sagen, braten kann der Thermomix einfach nicht geil, sorry. Ist einfach so. Hm. Bei dir sieht es schon ein bisschen besser aus. Also ich habe es jetzt auch nicht tot gebraten, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das doch mal ganz gut sehen. Ja. Ich habe es jetzt halt wirklich angebraten. Ne? Also ich habe es jetzt, man sieht hier, ein bisschen krüsselig ist es. Ich habe es jetzt aber wirklich nicht tot kross gebraten. Wie gesagt, es ist halt matt. Matt kann man roh essen. Ja. Ist jetzt, finde ich jetzt kein Problem, aber so hat man völlig noch coole Stücke auch in der Soße. Genau, und zweitens geht es ja gleich nochmal in den Ofen für 15 Minuten. Also brät es ja noch ein bisschen. Also gar wird es allemal. Genau. Darum, jetzt geht es halt um die Mehlschwitze. Dazu soll man einfach einen Esslöffel Mehl mit reinpacken. Ich würde jetzt vorher ein bisschen Flüssigkeit reinpacken. Einfach aus dem Grund, weil bei der Veggie-Variante hast du einfach null Flüssigkeit. Ja, würde ich aber bei mir auch machen, weil ich habe so ein bisschen was Angebranntes. Ja, das müsste schon reichen für eine Mehlschwitze. Und jetzt einfach den Esslöffel. Genau, jetzt einfach den Esslöffel. Ja, das ist ein Esslöffel. Ja? Ja, ich habe. Das ist richtig. Wie gesagt, bei mir ist der Kochvorgang noch da, also ich habe es jetzt einfach mal drüber geschüttet. Nimm jetzt einfach den Löffel und verteile das nochmal so ein bisschen da drin. Das kann man relativ schön machen tatsächlich, obwohl der halt zwischen den Intervallen beim Anbraten, wie gesagt, meiner Meinung nach anbraten, sorry Vorwerk, aber das ist einfach nicht geil. Also, ich sag mal so. Da mache ich jetzt Temperatur ein bisschen runter bei mir. Ja. Also bleibt das bei mir nicht bei 200 Grad, weil ich glaube sonst... Ja, ich habe ja bei mir durchgehend 160. Ist halt nicht Mehlschwitze. Ja ich mache mal 150 bei mir. Ja. Rührstufe würde ich jetzt in der Tat einfach mal konstantes Rühren machen, damit deine Mehlschwitze anständig verrührt. Genau. Also sprich Stufe 5 im Cook-It. Zeit gucke ich mal einfach, wie lange der Kollege braucht. Ich bin halt jetzt bei mir... Also bei mir rührt er halt jetzt nicht konstant. Also ich glaube, ich würde das auch einmal abbrechen. Switche dann einmal zum klassischen Rühren, damit er halt so ein bisschen rührt. Damit man da tatsächlich so eine schöne Mehlschwitze bekommt. Ist jetzt ganz normal auf 1. Aufdrehen. Okay, das war's. Fertig. Den nehmen wir. Trinke ich halt allein. Hoppla. Trinke ich halt allein. Jetzt die Decke nicht drauf drückt, ist die ganze Flüssigkeit verdampft. Ja, man soll jetzt nur kurz anschwitzen. Ja. Und dann kommt quasi nochmal 100 Milliliter Milch in unserem Fall drauf, beziehungsweise Hafermilch. Definiere kurz anschwitzen, ich würde jetzt schon mal sagen, so eine Minute auf 2. Ja, also sind jetzt bei mir 30 Sekunden, also das ist mir jetzt so ein bisschen. Genau, das soll ja nur ein bisschen binden. Ich lasse jetzt auf jeden Fall mal eine Minute. Ja. Dann kommen nämlich nochmal Milch und Wasser dazu, jeweils 100 Milliliter. Ich habe jetzt die Minute. Perfekt, ja, dann kannst du ja schon mal 100 Milliliter Milch, 100 Milliliter Wasser drauf tun. Ich fange bei mir auch mal an. Ja, guck, das sieht aber gut aus. Also es hat sich schon... Dazu einmal Pause. Ganz gut verbunden hier, muss ich sagen. Das weil ist gut. Ich brauche ja die Waage jetzt einmal, beziehungsweise müsste das eigentlich 100 sein. Ich ach, guck mal, das sieht aber gut aus bei mir. Magst du mal schauen? Das ist okay. Ja, das ist super. Wie gesagt, ich gebe jetzt einmal... Was hast du jetzt? 100 Milch und... 100 Milliliter Milch, 100 Milliliter richtig. Wasser. Achso, ja. Flüssiges. Bei 200 ist er. Achso. Du, die Hälfte, ich die Hälfte. Finde ich gut. Finde ich gut. Bisschen brauche ich noch. Finde ich gut. So. Das passt. Gewürzpaste? Die kommt gleich, wenn es aufgekocht ist. Also wir müssen das noch ein bisschen Temperatur reinballern. Also jetzt einmal kochen, ja? Genau, jetzt einmal kochen. Ich mache jetzt einfach mal 100 Grad. Ja, ich bleib... Weiterrühren. Achso, meinst du? Also da wird jetzt so ein leichtes Söschen draus. Ich rühre auch einfach konstant, oder? Ein Söschen für die Röschen, beziehungsweise für die Rose, weil wir müssen es ja nicht klein machen. Echt jetzt? Ein Söschen fürs Röschen? Ja. Ja. Du!
Ich sag mal so, mein Freund, du siehst aus wie Frettchen aus dem Rosettchen. So. Ach, und jetzt kommt die Soße. Ja, jetzt wird das ja ganz ein bisschen angeschwitzt nochmal, dass man so ein reines Hühnchen hat. Und dann kommt halt ein halber Teelöffel. Genau, ein halber. Ich habe nichts gegen Gewürz, also mache ich auch gerne... Ein halber Reichweite. Ja, ich warte jetzt eben, bis das die Temperatur erreicht hat. So. Achso, das kann natürlich nicht funktionieren, wenn keine Zeit eingestellt ist. Hat er gerade gewarnt. Ach, da fängt er gar nicht an, oder was? Nee, super. Super Geschichte, der Thermomix. Freue ich mich auch immer drüber. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Also das Ganze verrühren. Ich habe jetzt bei mir das Konstante, ist die Frage, ob wir es einmal schnell machen, dass er alles... Rush wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde aber einmal reingucken, weil ich bin jetzt in der Tat bei fast wieder anderthalb Minuten. Ach komm, wir machen Latte 2. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ja, also wie gesagt, wir können ja mal kurz nochmal so ein kleines Fazit mit einlegen. Jetzt, wo wir immer wieder mehr kochen, viel kochen. Das ist richtig. Braten kann... Der Thermomix einfach nicht. Auch nicht mal Wundercap. Selbst mit Brat, Programm und ja, Wundercap, wie gesagt, meiner Meinung nach zum Sous-Vide-Kochen gut, zum Kartoffelkochen. Aber er rührt halt nicht. Genau, er rührt halt nicht. Ist halt einfach Rotze. Ja. Ich glaube, die Trichterform ist halt schuld, ne? Ich glaube, du hast einfach zu wenig Fläche. Sind wir mal ehrlich, da kann dieser scheiß Thermomix-Friend auch nichts ausrichten. Was ist das eigentlich für ein Ding, Freunde? Da könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare hauen. Das würde mich auch mal interessieren. 300 Euro, glaube ich? 500 Euro. Scheiß die Wand. Ja. 500 Was? Euro, wenn du einen Topf dabei hast und ich glaube 400... Und nur per Bluetooth kannst du dann ein paar Schritte von, ich glaube, 12 Rezepten? 25 Rezepten? Genau. Du kannst darüber schicken, das heißt... Warte. Während das Gemüse gar kann ich da die Soße machen. Du kannst, viel besser, du kannst Nudeln kochen, während du die Soße machst. Das ist super. Okay, ich erzähle es nochmal, damit es einfach besser, damit es einfach... Ja, so, fassbar. Also meine 2 Minuten sind um, Freunde. Ich guck mal nach der Soße, kommt zu einem wichtigen Tipp. Meine, ja, ich wollte gerade sagen, meine 100. Okay, guck mal. Mein Süßchen kocht. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich... Das sieht episch aus. Meine... Das mache ich auch. Oh, das sieht lecker aus. Köcheln das Süßchen. Oh, ja doch, da... Aber leider ist ein bisschen Mehl hier an der Seite. Okay, gelandet. Okay. Was denn? Es schmeckt episch. Ja? Auch ohne Gewürzpaste schon. Ich glaube, die gar nicht. Jetzt zu spät. Jetzt ist ich habe noch ein bisschen Mehl übrig gehabt. Das geben wir jetzt einfach noch mit rein. Und dann würde ich sagen, kochen das Ganze nochmal. Ach so, Petersilie überstellen, Bock hast, bla bla bla. Am Ende sollen die nochmal untergerührt werden, die Petersilie. Genau, ja. Die würde ich jetzt auch mit reinmachen, mit den Gewürzen, oder? Ein bisschen kann man noch, haben wir extra aufgehoben für nachher zum Bestreuen über den Auflauf quasi. Schön. Ich hab alles auf den Rührer. Ja. Wollte ich nochmal zeigen. Ich du meinst auch, du und dein Friend, ihr seid stärker als wir, oder was? Genau. Genau, so sieht's aus. Aber der kann ja nichts, der kann ja nur ablesen. Ja, so. Also verstehe ich. Dann rüber nochmal, Konstant. So, dann würde ich auch in dem Fall einfach sagen, wir rühren jetzt so ein bisschen und nehmen euch gleich nur einmal noch mit, wie wir es... Wenn wir es quasi umfüllen? Ja. Also wirst du drüber gießen? Genau. Dann würde ich sagen, ich sprühe mir wieder vor, Freunde. Haben wir das Ganze entsprechend ja noch so ein wenig... Moment. So, brauchst immer wieder, hat er vergessen. Hat er recht, habe ich vergessen. Aber ich möchte dich auch zitieren. Genau, du stehst im Schatten deiner selbst, mein Freund. Warte. Warte. Ja, so. Was jetzt passiert, also wie gesagt, wir haben die Soßen abgeschmeckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Veggie-Variante es ist okay. Die Soße, die ist okay. Ja. Mega hab, geil ist sie nicht. Ich habe meine probiert und ich muss sagen, die ist echt gut. Es mag daran liegen, dass das Matt vielleicht ein bisschen gewürzt ist und so. Ja, ja. Oder also, anders gewürzt ist. Meine Soße war echt lecker. Ja, die ist halt sehr, sehr... Ja, man schmeckt halt das Matt, das... Also, Matt sag ich schon. Ja, das, man schmeckt alles, aber kein Matt, mein Freund. Auf jeden Fall das jetzt... Das mag ich nicht mehr, Matt! So. Jetzt ist nämlich der Punkt, jetzt geht es nur darum, man kippt quasi diese Soße. Kippst du mir, wenn es geht nicht über die Finger, es ist Bulle-Heiß, Bruder, das ist jetzt gerade aus dem Thermomix. Über dieses Blumenkohl. Gibt man damit in die Ecke noch ein bisschen so? Genau, und jetzt geht das ganze Ding, Freunde. Warte, ich will es einfach noch schnell rauskratzen.
Nee, ist gar nicht so heiß. Ja, komm schon. Nee, Glas. Nee, ein Glas nimmt keine Temperatur. So. Nee. So, mir ist keine vierfache Glas zu schießen. Ich dachte, das wäre so ein Doppelwandige. So. Und das kommt jetzt genau so für 15 Minuten bei 175 Grad bei Umluft in den Ofen, Freunde. Genau. Und also, würde ich sagen, sehen wir uns beim Ergebnis. Ja. Und bis dahin, springen wir vor. Ciao. Nü, hör ich mal drauf, Mogelzauf, da sind wir wieder. So, also, jetzt haben wir sagen, ein wunderbares Ergebnis. Ich wollte gerade sagen, also sieht schon geil aus. Das macht einfach Bock. Ja, wie gesagt, bei mir ist halt der Punkt, es ist halt sehr, sehr flüssig geworden, weil wahrscheinlich die Mandelmilch einfach zu viel war. Also das werde ich auf jeden Fall im Rezept für euch mit anpassen. Genau, bei Dennis sieht man es, also bei mir läuft es halt weg, ne? Also, da müsst ihr wirklich weniger nehmen, aber wir schreiben einfach mal 50 Milliliter rein. Ich habe das Problem, wir können nicht probieren, weil es glüht. Ja, das ist klar. Ich will jetzt auch einmal ein Stückchen hier vom Blumenkohl. Okay. Bei mir ist jetzt so, ich kann es jetzt so reintunken. Verdient. Fair. Okay. Ich glühe. Ich brenne. Ich brenne. So. Ja, er tropft den ganzen Tisch. Ja, ist egal. Ich fange das auf. Ich fange das auf. Viel Spaß. Kann man machen. In Kombination mit allem ist das lecker. Ja. Das bei mir gut. Merkst du halt, das Kartoffelpüree ist sehr dominierend bei mir, was du bei dir wahrscheinlich nicht hast, dadurch, nee. Dass das flüssiger ist. Mhm. Ja, bei mir. Aber das Kartoffelpüree bei mir ist einfach Lava. Also bei mir muss man einfach sagen, dieses vegetarische, vegane Hack ist halt so dominant. Ich sterbe. Das ist so heiß. Das ist so heiß. Das ist brutal. Aber es, ich sag mal so, kann man mal machen. Ja. Oder? Also wie gesagt, ich würde es jetzt mal auf einer. Also wenn ich jetzt so von auf der Skala von 1 bis 10 Punkte vergeben müsste, ist, mich ist für mich, boah, so eine 5,5. Echt? Ja. Ich bin bei einer 7 bis 8. Bei meinem. Ja, also. Also meins ist, glaube ich, von einer. Ja, probier mal. Also. Ja, bei dir ist halt. Bei dir ist halt mega flüssig. Ja, bei mir ist es gefühlt wie so eine Suppe mit Blumenkohl. Bei mir ist es halt wirklich Püree, richtig, das siehst du ja. Ja, bei dir fehlt ein bisschen Pfiff. Ja. Also ich schmecke halt Gefühl. Also wie gesagt. Bei dir ist so. Hm. Für alle Vegetarians. Lasse sein. Ja, nee. Nee, nicht lasse sein, aber da müsst ihr echt nochmal nachwürzen. Ja. Kann auch sein, dass es echt daran liegt, welches vegane Hack ihr habt. Also ich habe jetzt das von Mühlenhof gehabt. Mit der Mandelmilch müsst ihr schauen. Kann auch sein. Ich glaube, es ist sogar geiler, wenn man die Kochcreme nimmt. Ach so. Die habe ich schon mal bei Facebook gepostet. Die ist natürlich noch ticken cremiger. Ich glaube, dadurch wird es auch nochmal geiler. Abschließend aber die klassische, wie würdest du sagen, DDR-Variante. Ja, muss ich sagen. Also auch bei mir, ich habe jetzt gerade mal so ein Mettkügelchen gegessen. Mhm. Das ist mega geil, aromatisch. Ja. Also das ist Weltklasse. Da stecken die ganzen Gewürze drin. Deswegen, ich habe jetzt auch, wenn jetzt nur Püree ist, ist es bei mir sehr Püree-lastig logischerweise. Also merkt, da fehlen ein bisschen Gewürze auch. Aber jetzt so mit so einem Stück hier von diesem Mett und so dabei, das ist schon echt lecker, muss ich sagen. Also ernsthaft. Ja. Also wie gesagt, das kann man essen. Und ist das eigentlich ein cooles Gericht? Was ist so ein Hauptgang? Du hast Fleisch oder eine Fleischvariante. Du hast Gemüse, du hast Kartoffeln. Das ist auf eigentlich jeden Fall. Eine coole Geschichte. Also an sich ist eine coole Geschichte. Und dampfgegart, also auch echt schon zubereitet, das Gemüse und so. Echt gut. Aber, wie gesagt, an alle Vegetarians. Lass es sein. Ja, komm, Stefan Zortmann ist ja witziger. Probiert mal aus. Und schreibt mal gerne so in die Kommentare, wie es bei euch funktioniert hat, ob es funktioniert hat, was funktioniert hat, was anders ist. Und dann würde ich sagen, Thüringer Kaffee kann man empfehlen. Ja. Und ich sag mal, Speise. Bis zum nächsten Special, Freunde. Irgendwas hast du vergessen. Ja, du meinst ja, liken, teilen, abonnieren. Hab ich doch schon. Ja, aber vergiss das Löckchen nicht immer. Guck mal an. Wichtig, Facebook und Instagram auch fleißig abonnieren vor allen Dingen. Guten Hunger. Und wenn wir mal auf YouTube live gehen sollen, auch Bescheid sagen. Guten Hunger. So, haut da rein.